Hallo Otto, hallo Sebo, hallo Community, ich möchte mich für Desert Warrior bewerben. Ich bin unter dem Namen Naturin bekannt, bin 31 Jahre alt, mache Content im Bereich Bushcraft, Survival und Tracking und ich versichere euch, dass ich einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor mitbringe. Ich bin sehr Outdoor-erfahren und habe schon über 200 Mal im Freien übernachtet, sowohl im Wald als auch am Fluss, auf dem Berg, im Tiefschnee. So haben wir die ganze Zeit hier rumgelaufen. Es regnet, mein ganzer Tab sickert rum und ich bin irgendwie nass. Ich muss das richten. Das gehört weg. Unter lauten Zugbrücken. Das ist richtig runtergespritzt gerade. Unter lauten Autobahnbrücken. Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Das ist hier alles total windig. Dieser ganze Wind muss weg. Das fliegt uns weg, dieser Tag, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Auf lauten Bahnsteigen. Oh. 36 Stunden auf dem Baum. Guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit den urinfarbigen Seilen. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So, es fängt an zu regnen. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf. Es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft, weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Boah, es hat nur durchgehend geregnet. Alles ist nass, Socken nass, Schlafsack nass. Das ist nass. Oh, selbst Experiment ist ein voller Erfolg. Guten Morgen, geliebter Naturin. Horrornacht des Todes, Junge. Wir haben jetzt die ganzen 36 Stunden geschafft. Im Flughafen. Das hier, das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Moin Moin. Das sind aber einige, Alter. In Bushaltestellen, in Lost Places, auf Bänken, auf dem Trödelmarkt oder in Sparkassen. Das waren ein paar Beispiele. Ich habe so gut wie überall geschlafen und habe mehrfach Encounter mit Wölfen, Wildschweinen, Zecken und Menschen gehabt. So, mein Bruder hat sich schon im Schlafsack eingebuddelt. Und da drüben, da sehen wir die ganze Zeit leuchtende Augen. Das, was uns die ganze Zeit beobachtet und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Wolf sein könnte. Aber in letzter Zeit wurde hier in Bremen öfters ein Wolf besichtigt. Und genau, das könnte vielleicht ein Wolf sein, der uns die ganze Zeit hier anguckt. Ich bin ganz gespannt darauf, ob wir von diesem Wolf gegessen werden. Meine längste Tracking-Tour ging fast 300 Kilometer und meine längste Tagestour ging 94 Kilometer in 23 Stunden. Mit Wolf einlaufen und starken Krampf im Fuß. Ich hatte mich sowohl für Arctic Warrior als auch für die Straight Line Challenge beworben, wobei ich die Durchschlageübung mit kaputtem Fuß angetreten bin und bei Gewitter im Müllsack übernachtet habe. Guten Morgen, ich bin wach, ich habe im Müllsack geschlafen. Aber auch für Seven vs. Wild, Staffel 2 und 3 habe ich mich ebenfalls beworben gehabt. Da ich leider nicht genommen wurde, hatte ich mal einen Seven vs. Wild 7 Tage Selbstversuch durchgeführt, aber alleine und ohne Ausrüstungsgegenstände. Ich habe 6 Kilo verloren und habe mich rein pflanzlich ernährt, weil ich kein Feuer hatte und habe die ganzen 7 Tage aus dem Fluss getrunken. Ich hatte auch echte Survival-Situationen festgehalten, wie zum Beispiel, dass wir von einer Flut überrascht worden sind, uns auf einer Insel retten mussten und eine weitere Nacht nicht von der Insel wegkamen. Wir werden hier komplett überflutet hier. Ach du Heilige. Was redet ihr, Alter? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Was ist das, Alter? Und das wird immer tiefer irgendwie. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Wie viel da weggerissen wird. Abis, ne? Ja. Also als wenn der Gletscher weggeflogen wäre. Oder als wir in den Alpen im Tiefschnee eine ungesicherte Klettersteigbesteigung wegen Lawinengefahr abbrechen mussten. Oder mehrere Tage Notfallbiwak machen musste, weil ich ganz böse umgeknickt bin. Oder als ich bei heftigem Gewitter allein und hilflos im Wald biwakierte. Dieser Gewitter muss weg! Eieieiei! Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Das will einfach nicht aufhören. Das ist kein gutes Wetter zum Biwakieren. All das und viel mehr habe ich für meinen Kanal festgehalten. Ihr könnt es gerne durchforsten. Und unten in der Beschreibung habe ich meine Top 10 stärksten Videos verlinkt. Schaut euch das auf jeden Fall auch an. Ich bewerbe mich für Desert Warrior nicht nur, weil ich Bock und ein zähes Durchhaltevermögen habe, sondern weil ich die Hitze liebe und noch nie auf einem anderen Kontinent war. Und aber auch, um alle weiteren Teilnehmer mal persönlich kennenzulernen und um eine richtig geile Zeit zu erleben. Eine richtig geile Zeit, die ewig in Erinnerung bleibt. Genau, deswegen bewerbe ich mich. In diesem Video haben wir 36 Stunden auf einem Baum überlebt, ohne Hängematte und ohne Tarp. Und es hat geregnet. Deswegen schaut euch das unbedingt auch an.